Herzlich willkommen, lieber Zuschauer, zu meinem Erfahrungsbericht bzw. Einblick in die Coaching-Plattform LearnFlix. Und zwar ist das hier eine Art Netflix-Modell für Weiterbildung. Wir haben hier unterschiedliche Themen, die freigeschaltet sind. Du kannst das Ganze 30 Tage kostenlos testen und der Preis ist genauso hoch wie hier zum Beispiel bei Netflix. Also du bezahlst unter 10 Euro monatlich und hast hier richtig viel Content. Also wir haben hier solche Themen wie zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit, Finanzen, Verkaufen, Kommunikation, Erfolg, Motivation, Marketing, Management, das Thema Beziehung und Beziehung führen, Network Marketing, richtiges Lernen, Mentaltraining und hier werden noch weitere Thematiken freigeschaltet. Hier sind richtig krasse Coaches mit dabei, für die man normalerweise in deren Coaching-Programme viele Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Euro bezahlen muss, beziehungsweise halt Seminare besuchen muss. Und so hast du halt die Möglichkeit, dich zu Hause Stück für Stück mit kleineren Videos weiterzubilden. Wir können zum Beispiel mal in die LearnFlix-Experten reingehen. Also wir haben hier auch nochmal die Liste. Es gibt auch noch Success-Talks, es gibt Download-Möglichkeiten. Und wir gehen aber jetzt mal in den Expertenbereich. Da können wir mal einen Überblick haben über die Leute, die mit dabei sind. Also wir haben zum Beispiel Größen wie Tobias Beck, der sollte ja vielen bekannt sein. Hier Mike Dearson zum Thema Verkaufen zum Beispiel, Oliver Geiselhardt, Calvin Hollywood, Jürgen Höller ist übrigens der Gründer auch von LearnFlix. Auch Größen wie Dirk Kräuter sind dabei, weil es gibt auch einen ganz großen Teil Online-Marketing und du kannst dich wirklich für einen sehr geringen Preis hier weiterbilden und wie gesagt, du hast auch 30 Tage kostenlos die Möglichkeiten, den Zugang zu testen. In der Link in der Videobeschreibung darüber kannst du 30 Tage dich einfach anmelden und dir die Inhalte komplett anschauen. Das ist übrigens alles. Es gibt noch ein paar weitere richtig bekannte Coaches, zum Beispiel Sammy Moloch. Er ist ein Experte für Körpersprache und Körperhaltung. Also von dem habe ich auch früher schon mal Bücher gelesen. Richtig coole Tipps, die man von ihm bekommt. Dann haben wir zum Beispiel auch Hermann Scherer. Detlef die Soße ist ja im Bereich Ernährung und Sport mittlerweile auch durchs Fernsehen sogar bekannt. Wir haben auch Kristelius fürs Thema Online-Marketing. Brian Tracy ist ja oder gilt als einer der erfolgreichsten Verkaufstrainer der Welt und einer der besten Motivationstrainer. Ich habe auch einige Bücher von ihm gelesen. Da fand ich zum Beispiel die Eat the Frog Methode von ihm extrem gut. Dann haben wir zum Beispiel noch einen Thorsten Wittmann zum Thema Finanzen und auch einen Rainer Zittelmann. Rainer Zittelmann kann ich sowieso auch mal sehr empfehlen zu verfolgen. Also ich habe zwei Bücher von ihm gelesen. Einmal das Thema, wie man sich große Ziele setzt. Das ist so ein richtig geiles Buch. Achso, nee, sogar drei habe ich, glaube ich, sogar. Und dann gibt es noch seine zweite Doktorarbeit ging um die Analyse von Multimillionären, wie die Multimillionäre geworden sind. Das ging um 40 Millionäre und Milliardäre und da sind sehr, sehr spannende Ergebnisse draus entstanden. So zum Lesen ist es natürlich, weil es ja eine Doktorarbeit ist, ein bisschen trocken, aber die Thematik ist an sich sehr interessant, um das Mindset und beziehungsweise die Hintergründe so ein bisschen zu verstehen. Genau, das sind so die Experten. Schon freigeschaltet. Für mich war das war LearnFlix jetzt eine richtige Bereicherung, weil ich hatte jetzt in meiner Phase, also wir können jetzt zum Beispiel mal zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gehen, das war nämlich für mich recht wichtig. Ich hatte nämlich so eine Phase, dass ich mir wirklich überlegt habe, okay, wo möchte ich hin in meinem Business? Was ist die Vision? Was sind die Ziele? Weil ich hatte das ein bisschen aus den Augen verloren und hatte da dann natürlich auch ein paar Motivationsprobleme. Und da habe ich mich richtig gefreut, dass diese Plattform gerade gekommen ist. Und du kannst ja allein schon mal sehen, das ist nur ein minimaler Teil. Ja, das ist jetzt zum Beispiel positives Denken. Das sind 13 Stunden Videomaterial nur in dieser Kategorie. Und da kannst du mal den Umfang dir vorstellen, was es hier gibt. Zum Beispiel richtig viel von Tobias Beck ist dabei. Ich fand zum Beispiel auch das Video, das fand ich richtig geil, der Reisebus deines Lebens. Tobias Beck und viele der Leute, die hier mit drin sind, auch Mike Dearson, finde ich sehr inspirierend. Die haben so geilen Content, das ist wirklich
Schritt für Schritt, also ich finde es gerade bei Coaching ist immer so richtig wichtig, auch bei allen möglichen Dingen, die ich auch in meinen Kursen oder auch zum Beispiel in meinem Hörbuch oder in meinem Online-Kurs versuche erstmal am Anfang beizubringen, ist halt das Thema Mindset. Das ist wirklich eins der grundlegenden Startdinge. Deswegen habe ich, weil ich das wusste, das ja auch schon aus der Vergangenheit, habe ich mich auch jetzt dafür entschlossen, mich hier wieder anzumelden, beziehungsweise hier mich anzumelden und mir das anzugucken, weil ich wusste, okay, ich bin an einem Punkt, ich muss mir neue Fragen stellen, ich muss mir neue Inspiration suchen, um wieder neue Motivation, um wieder ein neues Why, eine neue Vision zu kreieren. Und mittlerweile habe ich das auch wieder geschafft. Bin jetzt auch wieder dreimal so produktiv wie vorher, weil ich einfach mir wieder genau überlegt habe, okay, wo soll es hingehen? Wie arbeite ich richtig? Wie bin ich viel produktiver täglich? Und das hat mich auf jeden Fall weitergebracht. Also ich kann dir Learnflix sehr empfehlen und vor allem das Thema tägliches Weiterbilden ist extrem wichtig. Auch wenn du jetzt zum Beispiel gerade irgendwo wo haderst oder in zum Beispiel auch im Thema Marketing gibt es hier auch richtig viel zum Thema Online-Marketing zum Beispiel. Das ist auch richtig krass. Also du bekommst hier zum Teil halt Informationen, die du in einigen Online-Kursen nicht mal bekommst. So zum Beispiel Thema Farbenlehre oder das Thema Kundenavatar stellen oder eigenes E-Book. Das sind so Sachen, die sind meistens in Online-Kursen dabei, die zum Teil über 300 Euro kosten. Ne? Hier zum Beispiel auch drei Regeln für Funnel, DSGVO. Aber es ist natürlich vieles auf der grundlegenden Verständnisebene. Und das ist auch immer ganz wichtig. Klar, es gibt viele Kurse, wo du wirklich einfach die Technik lernst. Also du lernst dieses 1x1, dir wird das so live gezeigt. Das musst du machen. Aber viele Dinge musst du einfach vom Grund her auch erstmal als Konzept verstehen. Und das wird in einigen Online-Kursen nicht beigebracht. Und das ist hier immer ganz wichtig. Also bevor du dich nämlich daran setzt, ist es auch wichtig, dass die Grundkonzepte der Thematiken dahinter zu verstehen. Weil das reine Umsetzen, das habe ich nämlich auch gemerkt, ich habe viel mich früher weitergebildet und dann später einfach nur umgesetzt und dann nicht wieder die Dinge so hinterfragen. Jetzt bin ich gerade wieder dabei. Also das ist immer, klar, das kann immer so in Phasen gehen, aber das wäre besser, wenn sich das so wie so eine Sinuskurve so abwechselt. Okay, das kommt jetzt ein bisschen weird. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. So, aber das ist so ein kleiner Einblick in Learnflix. Mir hat das richtig weitergeholfen, mir hat das auf jeden Fall auch Spaß gemacht, mich da reinzuhören in die unterschiedlichen Themen. Das wird immer erweitert und ich habe auch nochmal einen Artikel auf meiner Webseite dazu geschrieben, das nochmal so ein bisschen zusammengefasst und den kannst du natürlich auch in der Videobeschreibung nachlesen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir schon mal einen Einblick geben, vielleicht interessiert dich das ja, das mal 30 Tage zu testen, kannst du gerne, wie gesagt, erster Link in der Videobeschreibung gerne mal austesten. Und wenn dir das Video gefallen hat und du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonniere gerne doch diesen YouTube-Kanal, lass ein Like oder auch einen Kommentar da, wenn du irgendwelche Fragen hast. Kannst auch gerne, um immer up-to-date zu bleiben, kannst du gerne in meine Telegram-Gruppe kommen oder du lädst dir mein kostenloses E-Book Super Affiliate Secrets runter und dann bekommst du über meine Mails auch immer Updates. An dieser Stelle wünsche ich dir viel Erfolg, maximale Motivation und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin.